hinter mir, der Vierwaldstättersee in der Schweiz, auch bekannt als das Meer der Schweiz. Und an dessen Ufer zu finden die weltberühmte Stadt Luzern. Ist auch, wird zumindest so gesagt, die schönste Stadt der Schweiz. Ob das stimmt, möchte ich überprüfen. Aber ich gehe doch nicht wie der Pöbel zu Fuß oder fahre vielleicht mit dem Bus. Nein, zwei Räder müssen her. Also schauen wir mal, wo ich hier was bekomme. Morgen. Könntest du mir vielleicht helfen? Ich bin der Gregor. Gregor, Kevin, freut mich. Freut mich auch. Hochstädtler Motto ist mein Begriff, habe ich mir gedacht, ich komme mal hier vorbei bei euch und frage euch einfach, was ist denn deiner Meinung nach das richtige Gerät, um das schöne Luzern zu besuchen? Wir stehen hier neben der XSR 125. Die habe ich schon gestern gehabt. Ja, da war ich gerade unterwegs, vielleicht noch irgendwas, ein bisschen was anderes, was meinen Horizont erweitert. Okay, T-Max 560. T-Max 560 in der Tech-Max-Variante. Wunderpaket, es fehlt dir an nichts. An deinem Dialekt dann höre ich, dass du nicht aus Luzern bist oder aus der Schweiz. Ganz scharf beobachtet. Also fährst du hier auch mit dem Navi? An die richtigen Stelle, an die richtigen Punkte, die du sicher sehen musst. Du hast Griffheizung, Sitzheizung, sollte es außen noch etwas abkühlen. Genau, und ansonsten, du wirst Spaß haben auf dem Bike, genügend Leistung. Stauraum wahrscheinlich auch drinnen, falls ich mal einen Kaffeestopp oder so mache. Korrekt, genau, die Souvenirs haben auch Platz. Heute springe ich über meinen eigenen Schatten und steige mal auf einen Roller. Und jetzt ist nur noch die Frage, wie fahre ich am besten? Einfach rein in die Stadt und ich finde die guten Spots, oder wie ist das? Per Zufall habe ich heute Zeit. Gerne nehme ich mir die Zeit und fahre mit dir mit und zeige dir die schönsten Punkte, die wir in Luzern haben. Na, da sage ich nicht nein. Dann würde ich sagen, satteln wir auf und los geht's. Erster Stopp hat natürlich sein müssen, bevor wir überhaupt in die Stadt reinfahren, dass wir uns einmal das Ganze in der nicht ganz Vogelperspektive, aber doch im Panorama anschauen. Aber wir sind ja nicht irgendwo stehen geblieben, sondern auch beim Château Gutsch. Und du als wirklich gestandener Luzerner Bürger, erklärst du jetzt mal, was denn daran so besonders ist. Genau, also wir Luzerner hören immer wieder vom Gutsch. Positiv wie Negatives. Auf jeden Fall, es ist ein Wahrzeichen, es gehört zu uns hier nach Luzern. Zieht auch Prominenz an. Also es gab auch mal einen Michael Jackson, der das kaufen wollte. Man weiß nicht genau, woran es gescheitert ist. Am Geld, finanziellen eher nicht. Genau. Aber es ist sicher ein sehr schöner Ort. Und wie gesagt, verbindet uns Luzerner mit der schönsten Stadt. Ja. Und nicht nur mein schönes Panorama, es ist ja, glaube ich, auch Hotel und Restaurant jetzt, hast du gesagt. Also es ist nicht im Privatbesitz, weil das wollte die Stadt so. Korrekt, richtig. Also die Stadt wollte oder will sicher so, dass es für die Öffentlichkeit zugänglich ist. Also wir sehen die schöne Aussicht, die wir haben auf die Stadt selber. Und man kann gut essen hier, übernachten. Korrekt, ja. Also Tipp für euch, wenn ihr einfach Luzern mal von oben sehen wollt, Château Gutsch, paar Kurven rauffahren und ihr seid schon da und dann könnt ihr es sehen mit der alten Stadtmauer, also quasi die Verteidigungsanlage in landwärts und auch die berühmte Holzbrücke, Kapellbrücke, zu der wir jetzt dann gleich schauen werden. Aber bevor wir das machen, Kevin, vielleicht noch auch ein kurzes Wort zu unseren Gefährten, nämlich ich habe so mit dir geplaudert bei den Ampeln, da gibt es ja ein paar auch im Weg hierher und da hast du auch gesagt, obwohl du die Auswahl hast zwischen all den Yamaha-Neuheiten, Yamaha-Motorrädern, trotzdem greifst du immer wieder auch privat auf den T-Max zurück. Warum? Die T-Max ist für mich einfach ein Alleskönner. Du fährst sehr komfortabel durch die Stadt. Du hast viele Futures, was die elektrischen Einstellungen anbelangen. Und trotzdem kannst du damit auch wirklich sportlich um die Kurven gehen.
Also du hast Leistung, du hast ein super Fahrwerk. Er kann einfach alles und deswegen ist es wirklich mein Favorit, ja. Na, ich hoffe, dass er mich auch so überzeugt und dafür müssen wir fahren. Also würde ich sagen, spring mal auf und weiter geht's. Ja, und natürlich haben wir auch bei der berühmten Kapellbrücke stehen bleiben müssen. Wahrzeichen von Luzern und eins der touristisch begehrtesten Objekte. 1,4 Millionen Leute besuchen jährlich nur diese Brücke. Dabei geht ihre Geschichte schon viel weiter weg zurück. Das hier war nicht immer eine touristische Brücke zum schön drüber flanieren, sondern nein, die wurde schon 1365 gebaut als Wehrgang in Richtung des Sees. Auch der Wasserturm, den man daneben sieht, wurde schon 1300 gebaut, war mal Kerker, mal Folterkammer, mal eben Verteidigungsanlage. Also wer geschichtlich interessiert ist, äußerst interessant. Die Holzbrücke hinter mir ist auch die zweitlängste überdachte Holzbrücke Europas, war aber eigentlich mal die längste, nur die Stadt ist halt im Laufe der Jahre stark gewachsen, sodass 1835 dann einfach der Boden, der Seeboden quasi etwas aufgefüllt wurde, damit die Stadt mehr Platz hatte und da wurde auch die Brücke um 75 Meter gekappt. Im Inneren der Brücke sieht man heutzutage leider kaum noch die früher sehr berühmten dreieckigen Gemälde, die unter dem Dachgiebel platziert waren. Auch das war wirklich einmal eine große Attraktion. Über 110 so dreieckige Gemälde gab es, aber bei einem Brand wurde der Großteil zerstört und heute gibt es nur noch ein paar Erinnerungsstücke an diese Zeit. Nichtsdestotrotz wirklich ein interessanter Spot und direkt in der Altstadt von Luzern, wo wir jetzt schon unterwegs waren mit dem T-Max. Und ich muss sagen, man würde es ja nicht meinen, es ist ja doch recht groß, voluminös und gleichzeitig haben gerade solche Roller die Angewohnheit, dass sie sehr kippelig werden. Ich finde, der T-Max schafft diesen Kompromiss zwischen Stabilität und Kippeligkeit aber wirklich hervorragend und mit Leichtigkeit haben wir uns äußerst grazil herumbewegt und man hat, weil es so einfach geht, wirklich auch Zeit zum Schauen. Jetzt aber, es warten noch ein paar interessante Attraktionen von Luzern auf uns und vielleicht dann auch sogar die ein oder andere Kurve, die man dann noch mal ein bisschen ambitionierter durchfahren kann. Also ich würde sagen, schauen wir weiter. Noch eine Sehenswürdigkeit von Luzern, die man unbedingt besichtigen sollte, ist das Löwendenkmal. Auch geschichtlich extrem interessant, was dahinter steht. Die Schweiz ist eine Nation von Kämpfern, extrem kompetent und stark am Schlachtfeld. Und diesen Ruf haben sie sich schon im Mittelalter erarbeitet. Und nachdem aber die Schweiz selber dann relativ gefestigt war, haben sich die Kämpfer dann vor allem im Ausland ihren Ruf verdient. Und das bleibt ja auch so bis heute. Die Schweizer Garde, man kennt es, die Leibgarde des Papstes. Und auch früher haben sie schon die wichtigsten Persönlichkeiten beschützt. So zum Beispiel auch den französischen König. Aber als dann am 10. August 1792 der Pöbel erzürnt über die verschwenderischen Lebensstil der Obrigkeit die Fackeln und Heugabeln packt und in Richtung des Königspalastes stürmt, da sind halt auch die Schweizer Gardisten gefragt, um diesen König, einen fremden König, zu verteidigen. 760 Gardisten von 1000 sterben beim sogenannten Tuilerien-Sturm am eben 10. August und 200 weitere werden abgeschlachtet bei der Nationalversammlung in versucht, den König zu schützen. Nutzt nichts. Ludwig XVI., wie wir wissen, im Laufe der Französischen Revolution findet er seinen Tod. Und der sterbende Löwe, hier sehr groß, 6 x 10 Meter Größe, das Denkmal, das erinnert genau an diesen ehrenhaften Tod der Schweizer Gardisten. So, genug der Geschichtsstunde, aber ich würde sagen, schauen wir weiter, was Luzern noch zu bieten hat. Stadt schön und gut, sehr viel gesehen, auch mega interessant, aber ein paar Kurven wollten wir dann schlussendlich doch inhalieren und da hat man die Gelegenheit hier am Schwendelberg, was ja eigentlich wirklich direkt aus Luzern draußen ist, also wenn ihr schaut, diese Halbinsel hier im Hintergrund, das ist noch offiziell Luzerner Stadtgebiet.
Jetzt aber dann die Kurven rauf, doch ein bisschen vielleicht abenteuerliche Asphaltbeschaffenheit, sogar kurze quasi Offroad-Sektionen, ein bisschen Schotter haben wir gehabt. Aber man muss ja auch dann wirklich sagen, mich hat es überrascht, wie gut dann der T-Max auch bei doch so, sage ich mal, anspruchsvollen Bedingungen performt. Man merkt halt, finde ich, irgendwie, dass das die Creme de la Creme von den Yamaha-Rollern ist. Und weil du es auch schon vorher zum Beispiel angesprochen hast, dass das Fahrwerk so gut ist. Das stimmt wirklich, weil einerseits es ist absolut komfortabel abgestimmt, also auch bei starken Bodenwellen oder so, da werden keine Schläge hart ins Kreuz geleitet, aber gleichzeitig habe ich mir dann erwartet, dann doch auch mit einem nicht unbeachtlichen Gewicht von jetzt 220 Kilogramm beim Techmax und 218 beim normalen T-Max, aber da kommt nichts in Schwingen, da beginnt nichts sich zum Bewegen, also der bügelt wirklich zwar komfortabel, aber trotzdem sauber über diese Bodenunebenheiten und auch im Radius nämlich, also gerade Schräglage extrem stabil. Was ist so der größte Vorzug vom T-Max vielleicht im Vergleich zu anderen größeren Rollern? Ich denke auch die Geometrie vom Fahrzeug, man merkt, dass halt nicht nur auf eines Fokus gelegt wurde, sondern man hat von allem das Beste herausgenommen und so verpackt, dass es halt wirklich als Alltagsmaschine überall überzeugt, ja. Ja, ich glaube, diese Vielseitigkeit ist wirklich die größte Stärke vom T-Max, weil eben, man muss hier nur die Features anschauen, Elektronik, alles mögliche. Gerade der Techmax ist ja hier wirklich dann, hat so ziemlich alles, was man irgendwie brauchen kann. Also zum Beispiel Tempomat, Griffheizung, Sitzheizung, elektrisch verstellbar, sehr, sehr gut elektrisch verstellbares Windschild. Das hat ja nur der Techmax. Und du hast doch gesagt, die meisten Kunden greifen bei euch ja auch zum Techmax, weil da ist so viel Unterschied ist dann immer, aber wenn man dann das fährt, ist ja auch eben Alltagsfahrzeug, fährt man vielleicht dann auch in der kalten Jahreszeit, dann will man auch eine Heizung und sowas haben, Tempomat auch sehr praktisch und Stauraum unter der Sitzbank haben wir ja auch zur Genüge, also auch da praktisch sieht man eigentlich schon, wenn man sich das Datenblatt durchliest, ja, ist praktisch, keine Frage, aber ich hätte mir auch nicht gedacht, dass dann doch so viel Fahrspaß ermöglicht wird. Vielleicht sind ja auch unter euch ein paar T-Max-Piloten da draußen oder habt schon Erfahrungen gemacht mit dem Ding, schreibt uns eure Erfahrungen einfach in die Kommentare. Wie geht's euch? Findet ihr auch, dass es sich auch mal für ein bisschen lustige, sportliche Ausfahrten eignet? Ich finde jetzt nach den Metern hier hoch durchaus. Auch die Bremsen zum Beispiel, die beißen ordentlich zu. Also wenn man dann noch einmal bergab so auf eine engere Kurve zufährt und ankert, das verzögert brav. Also da war ich dann froh, dass es quasi diese zweite Paar an Fußablageflächen gibt, wo man dann fast schon chopper-like die Beine sehr gestreckt hat, was gemütlich ist, aber auch kann man sich schon abstützen nach vorne hin. Nach hinten hin stützt dann der Polster ab. Und so vielseitig wie der T-Max, glaube ich, war auch heute unsere Tour. Erstmal herzlichen Dank, Kevin, dass du uns alles gezeigt hast, was es in Luzern zu sehen gibt, außerhalb zu sehen sind, auf zwei Rädern, abseits von zwei Rädern. Es war wirklich, wirklich schön. Darf ich mir den T-Max Technax noch kurz ausleihen, weil es gibt noch ein Highlight der Gegend. Das muss ich mir noch anschauen. Also bis gleich. Und ich melde mich wieder, diesmal in Zivil, dem Stauraum des T-Max sei Dank und nicht von irgendwo. Vor der Schwendelberg war, würde ich sagen, eher der Haushügel von Luzern. Der Hausberg, ein echter Berg, ist aber der Pilatus, nur wenige Kilometer südlich. Und auf den Pilatus geht es am besten über die steilste Zahnradbahn der Welt. Hier werden auf einer Länge von 4,6 Kilometern 1635 Höhenmeter mit Steigungen von bis zu 48% überwunden. Und oben soll es dann den mächtigsten Ausblick der Gegend geben, also natürlich müssen wir uns die auch noch anschauen. Der Zahnradantrieb ist eigentlich schon etwas sehr Altes, aber die meisten Zahnradbahnen nutzen eine Antriebsform, da kann man sich vorstellen wie so eine stählerne Leiter, wo ein Zahnrad von oben in die Sprossen hineingreift. Aber bei einer gewissen Steigung beginnt dieses Zahnrad die Bahn nicht mehr vorwärts zu ziehen, sondern sie rauszuheben. Deswegen hat es für die Pilatusbahn eine neue Form gebraucht. Und die funktioniert so, dass man eine Stange hat, von beiden Seiten Zähne und die Zahnräder greifen von links und rechts rein.
Außerdem bringt aber diese Technik wieder andere Herausforderungen mit sich. Zum Beispiel kann man keine Weichen mehr verbauen, sondern es gibt Gleisabschnitte, die zur Gänze gewendet werden müssen, um von links nach rechts umzuschalten. Ziemlich interessant. Und jetzt sind wir angelangt am wirklich epischen Endpunkt unserer Reise. Dabei ist der Pilatus jetzt nicht einmal wirklich ein Berg, sondern eigentlich ein Bergmassiv mit mehreren Gipfeln, das höchste, das Tomslehorn mit 2132 Metern. Interessant ist aber vielmehr, dass auch früher, der Berg steht hier natürlich schon lange, schon seit den frühesten Kindheitstagen von Luzernen, und da war er nicht der nette Hausberg, wo man vielleicht einmal einen Spaziergang oder eine Wanderung macht. Es ranken sich extrem viele Sagen und Märchen um den Pilatus. Deswegen ist auch der Drache bis heute das Zeichen des Pilatus. Aber neben Hexen, Zauberern und Drachen kamen auch wirklich bekannte Persönlichkeiten am Berg, der Sage nach zumindest, nämlich der Name führt wirklich zurück auf Pontius Pilatus, wenn man im Religionsunterricht aufgepasst hat, der römische Statthalter von Palästina, der ja auch verantwortlich war oder unter dessen Kommando Jesus gekreuzigt wurde. Und die Sage ist so, dass Pilatus eben eigentlich Statthalter in Palästina war, gleichzeitig aber der römische Kaiser Tiberius schwer erkrankt ist und gehört hat von einem Wunderheiler aus Palästina, hat seine Diener geschickt, um diesen zu holen, und der Pilatus hat den aber leider beichten müssen, ja, ich habe ihn kreuzigen lassen. Tiberius wurde trotzdem geheilt durch das Schweißtuch, mit dem Veronika das Gesicht Jesus am Kreuzgang abgetrocknet hat. Dieses wurde Tiberius aufgelegt und er wurde sofort geheilt. Trotzdem war er ziemlich erzürnt darüber, dass der Pilatus den Jesus hat kreuzigen lassen und hat ihn zu Tode verurteilt. Nach dem Selbstmord im Kerker wurde sein Leichnam zuerst in den Tiber in Italien geschmissen, aber sofort wurde der ganze Fluss vergiftet, worauf man den Leichnam wieder rausholte und dann nach Frankreich brachte, um ihn dort im Rhone-Fluss zu versenken, was wiederum Unwetter heraufbeschwörte und den Fluss vergiftete. Schließlich war die Endlösung hier einfach, den Pilatus-Leichnam in den Pilatussee reinzuwerfen, und trotzdem wieder gab es mächtige Unwetter, aber da wurde der Leichnam dann gelassen, bis dann schließlich ein Held den Pilatusgeist besiegte, und jetzt ist es so, der Sage nach, nur noch am Karfreitag darf der Geist des Pilatus aus seinem See herauskommen, wo man ihn dann sehen kann, wie er verzweifelt versucht, seine blutigen Hände im Wasser abzuwaschen. Und das Ganze ist natürlich dann nüchtern betrachtet wahrscheinlich nicht so passiert. Forscher gehen eher davon aus, dass der Pilatus-Name sich ableitet von lateinischen Wörtern, die ähnlich klingen wie Pileatus oder Piles, was so viel heißt wie Nebelhütchen, weil das Pilatus-Massiv ist einfach dafür bekannt, dass oben oft die Wolken hängen und es demnach auch Stürme hier oben oft gibt. Daher auch die Sage passend zum zornigen Geist des Pilatus. Und wenn ihr jetzt wirklich noch bis zum Schluss dran geblieben habt bei diesem geschichtlichen Exkurs, der gar nichts mehr mit Motorrädern zu tun hat, dann danke ich euch ganz herzlich. Wenn ihr unsere restlichen Schweiz-Videos sehen wollt, dann schaut auf unseren Kanal. Abonniert ihn auch für täglich leibenden Motorrad-Content. Ich sage danke fürs Zuschauen. Pfiat euch und bis zum nächsten Mal. Grüezi!